So Leute, willkommen zurück zu Revelations Flucht. Die Templer nun unter Führung von Prinz Ahmed drohen, Sophia zu ermorden, falls Ezio ihnen die Masyaf-Schlüssel nicht übergibt. Verlassen sie Kappadokien und eilen sie nach Konstantinopel zurück. Nicht mehr als die Hälfte der Gesundheit verlieren. Das sollte kein Problem sein eigentlich, wenn ich mich ein wenig konzentriere. Alter, mies den Fuß abgehakt. Boah. Soll das werden? Soll das werden? Da, auf ihn! Warum hab ich das... Ja, yeah, jetzt. Also die Aktionen, die Ezio da ausführt, die sind schon echt extrem brutal, aber die Darstellung halt nicht. Das ist ganz okay, so muss ja auch nicht jetzt die Köpfe abfallen und so eine Scheiße. Dann würde ja auch ein riesiger Markt wegfallen, der unter 16-Jährige. Dann wäre es ja 100% ab 18. Sind die Spiele über 16 oder 12? Ich weiß gar nicht mehr. Alter, was ist denn mit dem Sound los? Warum hört sich das so kratzig an gerade? Oder war das nur bei mir? Ich weiß nicht. Kopfhörer? Sind die Kopfhörer in Ordnung? Ja, die sind in Ordnung. Achso! Ja, das hört sich ganz komisch an gerade. Gescheitert? Echt? Hab ich nicht mitbekommen? Scheiße. Niccolò Polo. Unsere gemeinsame Zeit war kurz, ja. Doch ich hoffe, der Kodex wird alle Fragen beantworten, die ihr euch stellt. Altair, dieses Geschenk ist unschätzbar. Grazie. Nun, wohin geht ihr als nächstes? Zurück nach Konstantinopoli für eine Weile. Wir gründen eine Gilde dort, dann geht es heim nach Venezia. Euer Sohn Marco wird sicher die wilden Geschichten seines Vaters hören wollen. Er ist etwas jung für solche Geschichten, doch eines Tages... Sie. Vater, ein Stoßtrupp der Mongolen ist durchgebrochen. Das Dorf wird überrannt. Niccolò, eure Waren und der Proviant warten am Dorfeingang auf euch. Wir eskortieren euch. Hab Dank, Mentor. Katapulte bereit? Auf mein Zeichen achten. Bleibt dran. Hat er auf, eine Schlafmütze oder was? Ey, geil, Alter, ihr Sohn hat die Synchronstimme von Jean-Claude Van Damme. Los geht's. Was? Haben die gerade Geister besiegt? Ja, irgendwie schon, ne? Wer ist denn Mafios? Ist sein Bro oder was?
Das, ey, warte mal. Ohne Scheiß, wenn man jetzt so weiß, dass man, dass der dritte Teil kommt, dann erkennt man auch die Zeichen so langsam, ne? Die ganze Zeit irgendwie Kartenabschnitte über Nordamerika und so. Jetzt Marco Polos Vater hier am Start, der auch Nordamerika entdeckt hat und so weiter. Jetzt atmet man, jetzt erkennt man auch die Zeichen, gut, wenn man das lang weiß, natürlich. Hm. Das ist krass irgendwie. Das ist geil. Oder dass ich es nochmal durchgezockt habe. Das wird der jetzt einem einiges klar. Ah, Geistertöte. Ah, alles klar, okay. Komm mit. Gut, dort lang. Voll krass, oder? Also, Alter, ihr ist eine miese Sau irgendwie. Vater, seid ihr verletzt? Ah, nur einen Moment. Ah, das Ende einer Ära. Als ich noch jung war, war ich naiv genug zu glauben, dass unser Credo all diese Konflikte beenden würde. Wäre ich nur demütig genug gewesen, mir einzugestehen, es ist wahrlich genug für ein Leben. Ich habe meinen Teil getan. Andererseits, was kann ruhmreicher sein, als für die Wahrheit zu kämpfen? Wir sind bereit. Ein letzter Gefallen, Niccolo. Nehmt die hier mit und bewacht sie gut. Versteckt sie, wenn ihr müsst. Artefakte? Sozusagen. Es sind Schlüssel. Jeder davon enthält eine Nachricht. Eine Nachricht? Für wen? Wenn ich das wüsste. Bitte verzeih meine überhastete Handschrift, Claudia. So viel ist geschehen und nur so wenig davon ist gut. Ich bin wieder auf einem Schiff nach Konstantinopoli und verfolge einen Mann, dessen Verrat mir bisher entgangen war. Prinz Ahmed, Süleymans Onkel, ist der Anführer der hiesigen Templer. Er ist der Drahtzieher hinter der Masyaf-Expedition und wird vor nichts zurückschrecken, um sich die Schlüssel zu beschaffen, die nun allesamt in der Hand der Assassinen sind. Was mich zurückhält? Warum ich die Schlüssel nicht selbst benutze und diese Narren vergesse? Nun, ich war unvorsichtig. Die Templer wissen von Sophia und suchen nach ihr. Oh, Claudia, sollte ihr irgendetwas zustoßen, ich würde mir niemals verzeihen. Ich habe sie in einen Krieg hineingezogen, von dem sie nichts ahnt. Und es wäre allein meine Schuld, sollte sie dabei zu Schaden kommen. Bürger des Reiches und Reisende aus fremden Ländern, gibt Acht. Auf Befehl der Janitscharen gibt es neue Regelungen für alle, die unsere schöne Stadt bereisen. Wisset, dass eine Belohnung von 10.000 Aktien bedingungslos demjenigen ausgezahlt wird, dessen Informationen uns helfen bei der Ergreifung des furchtbaren Suikastche Ezio Auditore. Ein schöner Schleier. Ich liebe das Material. So weich und dünn. Ja, so weich und dünn. Von diesem Scharlatan Mustafa, hoffe ich. Am liebsten würde ich den jetzt töten, ne? Naja, egal.
Da hast du es. Alter, die kriegt ja schon einen Orgasmus, die Alte. Mein Gott, ist schon so staubig unten rum, oder? Wann machen wir denn jetzt hier? Ich wollte eigentlich jetzt nicht nochmal die nächste Mission anfangen. Das ist ja scheiße jetzt. Ich wollte jetzt langsam mal nach einer Stunde insgesamt aufnehmen. Pause wieder mal rein. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hin. Wir können es uns ja erstmal gerne gemeinsam anschauen. Warte mal, Sophia, stimmt, die ist ja in Gefahr. Das stimmt. Ja, aber ich brauche eine Pause, Mann. Ich brauche eine Pause, Junge. Warum hält er sich da nicht fest? Sag mal, warum sind die Straße komplett leergefegt eigentlich? Was haben die denn hier angerichtet, die scheiß Janicharin und hast du nicht gesehen? Krähenfüße. Das ist eine komische Stimmung irgendwie. Na, Ezio, was ist los mit dir? Alter Mann, du. Ja, dass man so dumm sein kann, dass er irgendwie ständig gegen die Wand läuft, oder was meinst du? Ach, wisst ihr was, Leute, ich höre jetzt einfach auf. Dann ist es eben mal eine kürzere Folge, egal, dafür waren alle anderen fast sehr lang. Ich bedanke mich fürs Zusehen, beim nächsten Mal schauen wir nach, was mit Ezios Geliebter passiert ist. Na, ja, sie ist ja nicht seine Geliebte, aber ihr wisst schon, was ich meine. Na, ich denke auch beim nächsten Mal, hallo. Ich zögere nicht, ich schieße dich direkt über den Haufen. Arschloch. Ja, ich denke mal, beim nächsten Mal zocke ich es dann auch durch. Es ist wahrscheinlich ist es nur noch eine Stunde ungefähr. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie lange es noch ist. Aber lange. Warte mal. Stimmt, da stand ja. Beim Schneider wäre was Neues. Stand da ja dafür. Ach, hier komm mal gar nicht rein. Scheiße. Warte doch. Hat sie doch nicht alle. Da können wir nur noch mal kurz abchecken, wenn wir jetzt, ich sag mal, ein bisschen Geld haben wir ja noch. Was? Ich hab nichts gemacht. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Was haben wir denn noch hier am Start? Ist da nichts Neues. Was soll der Scheiß? Nehmen wir das hier, okay? Indigo. Ja. Nein. Ja, komm, das reicht jetzt aber auch. Mal sehen. Zeig dich jetzt hier. Sei nicht schüchtern. Ja, ist okay. Geht in Ordnung. Ist okay. Gut, Leute, wie gesagt, danke fürs Zusehen. Haut rein und tschüss.